Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. You got him. Pull the trigger. In the neck, not too bad at all. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Now, remember, if it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on them. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. I'd say there's good. Females, Trevor, don't do it. Now lay him in the shade. Hoch mit deinem Kopf. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me, pick your next kill, we'll talk business. I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. So. Senden. Cletus. Schreibt er jetzt zurück? Klasse, hab ein GPS-Signal und alles. Ich schätze, das könnte klappen. Rufe dich jetzt an. Got the photo. Another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild-raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up as soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Okay. Trevor kann jetzt bei Elk-Symbol auf die Jagd gehen. Die Jagdkleidung wurde in seinem Kleiderschrank deponiert. Okay. Where are you, Prax? Come on! Ich habe Patricia in deinem Wohnwagen einen Kuchen da gelassen. Es freut mich, dass du mit deiner wunderschönen Frau sesshaft geworden bist. Was zum Teufel?
in der Galerie speichern. Okay, so. Was steht jetzt mit dem guten Trevor noch aus? Nur noch eigentlich die Büromission. Okay. Dann wechseln wir jetzt mal den Charakter und gucken mal zu Michael. Der dürfte nämlich auch nur die Büromission haben. Nur kurz vergewissern, dass es auch stimmt. Wo sitzt der denn rum? Ach stimmt, der darf ja auch nicht in die Stadt. Da war ja was. Genau, auch der hat nur die Büro-Mission. Okay. Und dann gehen wir zu Franklin. Weil der hat nämlich noch 8 Missionen ausstehen. Und machen mit dem vielleicht noch ein bisschen was. Der ist nämlich aber gerade auf dem Weg zum Büro. Hier ist noch ein Freak. Da ist noch ein Freak. Da ist noch was. Lester-Mission. Devin Weston. Also da steht noch einiges aus. Aber wir, wenn wir schon hier sind, wir fahren jetzt zu der Hauptmission und machen die mit Franklin. Das ist okay. Das machen wir jetzt. Ich muss hier gerade noch nebenher am Videos hochladen. Ah. Das ist, nächste ist schon draußen. Okay. Dann, wo sind wir denn hier? Ich lade gerade Minecraft Folge 73 hoch. Beziehungsweise unter anderem lade ich gerade Minecraft Folge 73 hoch. So, okay. Danger Zone. Was? Finde alles selbst heraus, finde alles über den... Franklin, wird es nicht langsam Zeit, dass du die Kontrolle über dein Inneres übernimmst? Bist du bereit, 5 Minuten zu investieren in ein langes, erfülltes Leben? Besuche mydivinewithin.com und du bekommst eine kostenlose Aktualitätsanalyse. Werde zum aktiven Mechaniker deines Schicksals. Okay, was auch immer das sein mag... So. Jo. Hoppla. Das tut mir jetzt aber leid, dass ich gegen ein Auto gefahren bin und mir den Kopf verletzt habe. Komm später zurück. Warum? Das kapiere ich jetzt nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind, gerade eben gesehen, ich würde gern ein Selfie machen. So, ohne Helm bitte. So.
Halte L gedrückt. Also nee, halte. Aktion wechseln. Es ist wunderschön. Oh Gott. Geil. Der nachdenkliche Blick am Meer. Ist das geil? Bisschen Selfies machen für Instagram. So. Okay, warum auch immer die Mission jetzt hier nicht stattfinden kann, ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir einfach die nächstbeste. Und damit meine ich die nächste, bei der wir am wenigsten fahren müssen. Hey Dude, alles klar bei dir? Wait. Wait, wait. Stop. What's the problem? I'll wait. Carbon-based life form. Check. 6 feet tall. Check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Readings are... Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Time is 789 past the ninth meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, home.
Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. They came to me last week. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings, and out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. And now I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look, look. See this? If you see some, let me know. Yeah, okay, I will, man. Ah, jetzt kann ich die UFO-Teile einsammeln. What a freak. Okay. Ach, jetzt kann ich wieder hin. Okay. So. Das ist geil. Hauptsache, da steht die Polizei. Und die lassen mich ja einfach so liegen. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen rumschanzen. Auf dem Weg nach da drüben. Ja. Mein schönes grünes Motorrad mit diesen hässlichen Kofferboxen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Boxen so hässlich finde an Motorrädern? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ja. Oh Mann. Was schon wieder? Warum? Das finde ich jetzt aber gar nicht so cool. Was machen wir denn dann mit dem guten Franklin hier? Da sind wieder die Minutemen, die wir mit Trevor machen können. Ja gut, dann fahren wir halt nach Palido und gucken, was da auf uns wartet. Stand da dran, was das ist? Hm.
Mary Ann. Wer ist Mary Ann? Ist das die Triathletin? Na, wir werden sehen. Oh, es tut mir jetzt aber leid. Wo ist eigentlich der Typ, mit dem wir dann diese ganzen Fallschirmsprünge machen können? Den vermisse ich noch. Das war mal super geil. Haben wir den schon getroffen? Nee, ich glaube. Ah! Was zum Fick? Was soll das? Warum? Alter! Dumme Bitch! Einfach hier das Lenkrad rumziehen, wenn ich da gerade angefahren komme. Oh, jetzt habe ich einen Stern. Was, Officer? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin unbewaffnet. So. Bisschen langsam machen, damit die Polizei uns nicht sieht. Okay, wir haben es kaputt gemacht. Vielleicht kommen wir da oben hoch. Motorrad, anyone? Ich bin irgendwie lieber mit Motorrädern unterwegs.